Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Bangkok. Hier ist wieder der Martin und wir fahren heute nicht mit dem Boot. Wir sind hier am Ram Nueng Pier. Das ist das Pier. Guck mal, wie voll das ist. Wollte ich euch nur zeigen, wenn ihr morgens also hier vorhabt, mit dem Boot zu fahren. Das ist also der Normalzustand hier. Alle wollen in die Stadt. Das ist also das Boot, was in die Stadt reinfährt. Und da ist also, da passt kein Blatt Papier mehr zwischen. So, und wir gehen jetzt hier, das ist Ram Nueng Pier, wo ich gerade bin. Wollte ich euch nur mal zeigen. Also ihr könnt hier jederzeit hinkommen mit dem Boot, aber wenn ihr aus der anderen Richtung kommt, wenn ihr also aus Richtung Bangkok selbst kommt, aus Bangkok Stadt, von Pratunam aus zum Beispiel, dann ist das Boot eigentlich relativ leer, weil alle Leute in die Stadt wollen, nicht wieder raus in diese Zeit. Es ist also jetzt 7.30 Uhr am frühen Morgen und wir sind hier am Airport Rail Link Ramkam Heng. Und das ist deshalb so wichtig, weil hier ist nämlich auch eine Zugstation. Hier gibt es einmal den Airport Rail Link oben und dann gibt es den ganz normalen Zug. Und ihr seht, ich habe einen Rucksack dabei. Es geht also auf Reise ohne Auto, ohne Motorrad, ohne, ich wollte schon gerade sagen, ohne öffentliche Verkehrsmittel. Nein, aber ohne Bus. Normalerweise nehme ich den ganz gerne, nehme ich also den Airport Rail Link zum Flughafen. Von da aus für 143 Baht den Bus nach Thailand, wollte ich schon sagen. Also, ist noch ein bisschen früh. Nein, den Bus für 143 Baht nach Pattaya. So, aber heute machen wir etwas Besonderes. Und zwar, wir nehmen den Zug. Da spricht überhaupt keiner von. Nimm den Zug. Jetzt kommt gleich der Hammer. Also meinen Informationen zufolge hat sich der Preis auch für die Zugfahrt leider erhöht. Das waren sonst immer von hier aus bis Pattaya 30 Baht. Wenn ich nicht richtig liege, oder wenn ich richtig liege, dann müssten es jetzt 31 Baht sein. 31 Baht für die Fahrt nach Pattaya mit dem Zug. Dauert ein bisschen länger, ist Holzklasse, aber das ist mal eine Reise wert. Also das macht man nicht jeden Tag. Und wenn man schon vorhat, dahin zu fahren und zufällig auch hier in der Gegend wohnt, also am Zug quasi, warum nicht? Ist eine Reise wert. Da kommt auch schon ein Zug. Das ist aber der Zug jetzt in die Gegenrichtung nach Bangkok. Ja, wenn ich sage nach Bangkok, dann meine ich damit, der fährt also noch zu. Der fährt also noch zum alten Bahnhof nach Hua Lamphong. Und auch dieser Zug ist voll. In die Stadt ist also wirklich voll. Die Leute stehen also hier bei offenen Türen im Gang. Und es ist also schwierig, jetzt noch den Zug zu besteigen. Das ist der Zug, der in die Stadt fährt. Und der führt, wie gesagt, über Payatai noch nach Hua Lamphong. Und wir nehmen den Zug in die andere Richtung. Und das wird dann... Es ist ein bisschen dunkel gerade, oder? Und das wird dann der Zug nach Pattaya sein. Und in ein paar Minuten ist es soweit. Wir sind also hier wieder an meinem beliebten Ausgangspunkt, dem... Sturmfrisur. Airport Railing Ramkam Heng. Hier unten mit dem tollen Food Court. Mir gefällt es hier ganz gut. Es gibt hier alles, was man zum Essen braucht. Und guck mal hier, noch einmal. Der Zug ist also so voll. Einsteigen ist schwierig. Die letzten müssen also stehen bleiben. In der Tür quasi. Die Türen bleiben sowieso offen, also hier wird nichts geschlossen. Und auch hier sieht es nicht anders aus. Also, jeder wird noch reingequetscht, jeder wird noch mitgenommen. Und da geht es auch schon weiter. So, und weil es ja hier auch ein 7-Eleven gibt, kann man sich hier auch noch vorher Kaffee holen. Die meisten Essensstände haben jetzt noch nicht auf. Die machen auch im Laufe des Vormittags auf, damit zur Mittagszeit hier alles bereit ist. Aber wie gesagt, der 7-Eleven ist da. Früher gab es ja auch noch einen Subway für ein schönes Sandwich. Gehe ich auch mal ganz gerne hin. Der ist aber seit ein paar Monaten nicht mehr da, beziehungsweise ist noch da, aber zu. Der wird wohl auch nie wieder aufmachen, weil da steht ein Vermieterschild dran. Und ja, also keine Sandwiches mehr hier. Aber jetzt gehen wir hier zum Übergang, zur Schranke. Da kommt jetzt gleich der nächste Zug. Also der Zug fährt jetzt, wie gesagt, Richtung Hua Lamphong. Und der andere wartet schon ein Stückchen weiter, weil das ist eine eingleisige Geschichte hier.
können also keine zwei Züge auf einmal diese Stelle passieren. Der andere Zug wartet schon ein Stückchen weiter. Das ist die Station. Vielleicht komme ich noch drauf. Das ist nicht, oder der wartet in Makassan, genau. Makassan wartet also der andere Zug und wird also jetzt gleich hier, wird jetzt gleich hier eintreffen. So. Und es kann hier kein Ticket vorab gekauft werden, zumindest an dieser Station nicht. Das könnte man machen, zum Beispiel Makassan zum Beispiel oder eben Hua Lampong. Aber man zahlt im Zug. Das ist also völlig normal und auch überhaupt kein Problem. So, der Zug kommt gleich und dann geht's weiter. Und da kommt er auch schon, unser Zug nach Pattaya. Es ist also hier kein elektrobetriebener Zug, sondern diese Strecke ist also dieselbetrieben. Deswegen sind die Lokomotiven auch so laut. Jetzt müssen wir schauen, ob wir hier überhaupt einen Platz finden. Denn das kann sich noch bis Hua Mak hinausziehen. Da steigen also viele Leute auch noch aus. Aber man sieht also hier auch, dass viele Leute noch hier im Eingangsbereich sitzen. Das deutet also darauf hin, der Zug ist voll. Und ja, der Zug ist voll. Und wir schauen einfach mal, was gleich passiert. So, wir fahren ab hier. Man kann also hier sehr schön sehen, wenn die Motorbikes noch an der Ampel stehen oder an der Schranke, bevor gleich hier die Geschichte geöffnet wird. Das ist also Verkehr am frühen Morgen hier. Staus überall. Wir stehen hier erstmal im Eingang, bevor ein bisschen Platz wird. Also ich habe jetzt den Sitz ergattert, aber ideal ist es nicht. Also wahrscheinlich ist es besser, vorher einzusteigen, Hua Lampong oder so, um entsprechend einen guten Platz zu haben. Ich weiß nicht, wann es hier leerer wird, aber ich halte hier auch noch. ตลาดล้างโทษนะคะเอาน้ำค่ะ
Das ist der Bahnhof Chonburi. So, nächste Station ist Pattaya. Wir müssen raus. Ja, das ist Thailand, ne? So, willkommen in Pattaya. Und jetzt heißt es, ganz schnell einen der Songtaus zu ergattern, bevor die nämlich voll sind. Dann sieht es nämlich schlecht aus, mit dir wegkommen. Dann darf man nämlich warten. Also, ja, das war jetzt eine Fahrt mit ein bisschen Verspätung hier. Und weiß gar nicht, wie spät haben wir es denn jetzt? Wir haben jetzt... Moment. Ja, eine halbe Stunde Verspätung hat der Zug. Also wir waren jetzt... lange unterwegs auf jeden Fall. Jetzt geht's in Tsungtau hier. Nicht ablenken lassen, sondern rein in die Kutsche. Ja, ist also ganz schön voll hier. Die Leute wollen alle noch irgendwie in die Stadt. Deswegen, das war heute wegen des Musikfestivals, was heute das letzte Mal stattfindet hier in Pattaya. Das letzte Wochenende im März. Freitag und Samstag ist hier nochmal Musikfestival. Gibt es natürlich auch ein Video zu später. Aber deswegen war der Zug so voll, deswegen ist es jetzt hier so voll mit dem Songhaus. Also, immer schön aufpassen. Ja, einer der heißesten Tage hier, 35, 36 Grad heute wieder. Und also war schon ein Erlebnis. Adventure-Reise im Zug von Bangkok nach Pattaya. So, geht schon los hier. Also ich sitze, stehe nicht. Upsala. Stehe also hier nicht hinten drauf. Alles wunderbar. Aber es sind noch viele Leute, die jetzt hier weg wollen. Und ich bin auch von hier aus schon mal zu Fuß gegangen, weil ich hier ankam und wirklich alleine war. Es war noch zu Covid-Zeiten. Da stand da kein Tsungtau, weil nämlich man wusste genau, da kommt eh keiner an. Und der ankommt, der soll sehen, wie er da wegkommt. Deswegen bin ich zu Fuß gegangen bis zur Sokovit. So wie hier. Hier geht man auch zu Fuß. So, Tsungtau stoppt hier. Unvorhergesehener Stopp. Er hat nämlich gesagt, er hält an der Beach Road. Und das ist hier Second Road. Aber man braucht sie nur hier durchgehen. Da hinten haben wir schon den Beach. Also gehen wir eben da runter und dann gucken, wie es weitergeht hier. So, hier geht es jetzt runter. Da am Ende sieht man schon das Blau des Meeres und des Himmels. Und ja, die Jungs gehen alle jetzt zum Musikfestival. So, und da sind wir schon. Hier auf der Beach Road. Hier fahren die Tsungtaus jetzt weiter auch Richtung, Richtung Walking Street. Hier mal jetzt mal eben auf die Beach-Seite, wenn es der Verkehr zulässt. Und dann sprechen wir noch kurz. Hier wird fleißig gearbeitet und hier sind wir am schönen Strand von Pattaya. So, eine kleine kurze Rückmeldung, ein kleines Fazit jetzt. Ja, also ein kleines Fazit jetzt von Bangkok aus mit dem Zug nach Pattaya. 31 Baht. Das Tsungtau vom Bahnhof Pattaya zur Beach Road oder fast Beach Road. 50 Baht sind 81 Baht. Also ganz ehrlich, es lohnt sich eigentlich nicht. Das war jetzt mal nicht ein Experiment, ich habe es schon mal gemacht, aber ich wollte euch auch zeigen, was man machen kann,
aber nicht muss. Ja, wer ein Adventure haben will, wer wirklich das Thai-Leben, wirklich so, wie die Thais ja auch, die kommen hierhin per Zug. Die preiswerteste Möglichkeit. Und ja, also ich mach's so schnell nicht wieder, aber es war nett, war nicht irgendwie überanstrengend. Ganz zum Schluss war es in Sriracha nochmal ein längerer Aufenthalt. Wir hatten also eine gute halbe Stunde Verspätung in Pattaya. Da war es nochmal richtig heiß, weil der Zug da in der Sonne gestanden hat. Und heute ist ein heißer Tag, kann ich euch sagen. Der Strand hier ist heiß und alles andere auch. So, ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Video. Und lasst mal unten in den Kommentaren eine Nachricht, ob ihr das machen würdet. Denn ich rechne nochmal ganz kurz vor. Mit dem Zug an der gleichen Station, wo ich heute Morgen abgefahren bin, wenn ich jetzt den Skytrain zum Airport genommen hätte, hätte es 30 Baht gekostet. 143 Baht für das Busticket sind 173 plus 10 Baht vom Busbahnhof in die Stadt. Bist du bei 183, also 100 Baht mehr. Das sind ziemlich genau 5 Euro, die teure Version. Also, alles Gute. Ciao, ciao. Bleibt gesund, da braucht ihr keinen Doktor. Wir sehen uns schon bald. Ciao, ciao.